Chris. Ja, Freunde der Zocker Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei Starlancer auf unserem Mutterschiff. Hört sich irgendwie falsch an, keine Ahnung. Ab ins Briefing. Irgendwann hau ich mir hier so die Birne an, bin mir sicher. So, servus. Der ist gerade durch mich durchgelaufen. What the fuck? Ja, ihr wisst ja schon, dass ich der Letzte bin. Hahaha. Lustig. Nicht. Haben alle einen Platz? Okay, dann fangen wir an. Wir wissen, hängt die Allianz am seidenen Faden. Die Koalition hat uns in die Ecke gedrängt und unsere Vorräte gehen allmählich zur Neige. Wieso? Wir gewinnen noch die ganze Zeit. In den feindlichen Linien sitzen einige vollbeladene Mammut-Carrier fest. Diesen wurde vom Kommando befohlen, gemeinsam zu versuchen, ins Territorium der Allianz zu kommen. Das ist eine längere Mission. Deshalb kann die Reliant hier nicht helfen. Ihre Anwesenheit würde zu sehr das Interesse der Koalition wecken. Ihr seid also auf euch allein gestellt. Nach dem Treffen am Navigationspunkt 3 nehmt ihr die Escort-Positionen ein. Ihr sorgt bis zur vorderen Front der Allianz für Deckung. Bei Fort Sherman werdet ihr abgelöst. Ich bin sicher, dass ihr euch alle darüber im Klaren seid, wie wichtig diese Mission ist. Enttäuscht uns nicht. In Ordnung? Und nichts wie los, Leute! Viel Glück da draußen. Tja, mit was habe ich jetzt zu rechnen? Mit großen Kampfschiffen, mit kleinen Kampfschiffen? Wie schaut denn... Gibt's mittlerweile... Nein, da gibt's nichts Neues. Und wie schaut's aus mit Raketen? Ist das noch meine Bestückung vom letzten Mal? Wisst ihr was? Das lassen wir einfach alles so. Let's go. Wegtreten! Sir! Ja, Sir! Alle Piloten zu den Start. Los, Leute, zeigt es ihnen. Okay, ich bin bereit, lasst mich raus. Eine Spezialeinheit bahnt sich ihren Weg durch NAV 1, die Cobras, unter dem Kommando von Colonel McGann. Kann man da durchfliegen? Hört sich an, als wenn sie Gesellschaft hätten. Sie haben bereits Gamma Wing gerufen. Ja, klar, Kammer. Geil. Lass uns nachschauen, Tumultplatz. Auf geht's. Okay, bereit für Sprung. Bereit zum Abspringen. Mann, die Kammer. Wow, was ist denn hier los? Aber hey, wenn ihr uns begleiten wollt, seid meine Gäste. Alle Geschütztürme außer Gefecht. Gamma, sichert euch. Hier ist Gamma. Feuer. Boom. Okay, der war meiner. Nein, nein, nein! Der auch. Weiter so, Kumpel. Und da geht ein größeres Schiff gerade down. Auf das Konto der Jemis, das wäre geschafft. Gute Arbeit, Gamma. Cobras, das ID dieser Jäger. Verdammte Axt. Screamer, Screamer, aus der Welt. 45, dieser Bereich ist sicher. Danke fürs Türöffnen, Cobras. Keine Ursache. Bringt diese Mammuts nur zurück. Wir stehen bereit, falls ihr Hilfe braucht. Cobras, lasst uns abrücken. Mann, diese Jungs sind gut. Mann, diese Jungs sind cool. Das sind meine, ne? Sprungsystem online. Okay, los, Leute. Wir haben Gesellschaft. Eine Gefrachter, Kürgens und eine Jäger-Eskorte.
Commander Enriquez, wir haben hier einen vollbeladenen Schadenfrachter. Oh, und Jäger. Diese Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Schaltet seinen Schildgenerator und die Triebwerke aus. Ich habe den Kobras eure Koordinaten durchgegeben. Sie kommen zur Verstärkung. Okay, einmal ist weg. Wir sind hier in der Unterzahl. Ah, komm schon. Screamer ausgewählt. Verdammt. Das war nix. Jetzt habe ich nur noch drei. Was habt ihr da für uns, 45. Cobras, ausschwärmen und angreifen. Das war der Schildgenerator. Ausgefallen. Okay, Triebwerk. Ich sehe sie. Hab sie nur, glaube ich, nicht getroffen. Au. Triebwerke zerstört. Sie kann nicht mehr abhauen. Okay, jetzt die Jäger. Wo bist du? Du bist es. Du hast mich anvisiert. Bam. Next. Banshee ausgewählt. Mammoth 009. Begeben uns in Position. Komm, wo sind die Jäger? Da hinten irgendwo. Komm her. Boom. Next. Oh, 200, dass die immer so weit weg sein müssen. Wir kämpfen doch hier, hallo. Stirb. Okay, da ist noch einer. Alle Achtung, großartiger Schuss. Okay, danke. Los, Rippers, auf geht's. Wir sind dran. Das können wir noch anvisieren. 45. Sofort zum Navigationspunkt 3. Der Konvoi wird angegriffen. What? Macht euch auf, 45. Wir kommen nach, sobald wir hier fertig sind. Okay, das sind meine. 45. Abmarsch. Alles klar. Viel Spaß. Sprungsystem online. Tja, dann, okay. Lass uns das tun, was wir am besten können. Hier spricht die Sierra Madre. Wir haben einen Höllenbruch. Ein Höllenbruch? Hört sich jetzt irgendwie schlimm an. Ist es auch. Verdammt, wir haben einen Mammut verloren. Komm schon. Gegenmaßnahmen einleiten. Sie haben uns im Visier. Wo ist der? Der Schwierigkeitsgrad nimmt schon gut zu, ne? Rache ist sicher. Boah. Du hast ihn. Jawohl. Aber wir wurden aufgehalten. Ihr habt getan, was ihr konntet. Erzählen Sie das mal der Mannschaft des Sierra Madre. Naja, jetzt haben wir einen verloren, huh? Wenn wir nicht gekommen wären, hättet ihr denen Gesellschaft geleistet. Jetscream Banshee ausgewählt. Eskortierposition einnehmen. So. Oh, hier, die rauchen alle, ja? Und wir fragen. Alpha Wing. Augen und Ohren auf, Leute. Wir befinden uns tief im Gebiet der Koalition. Also bleibt wachsam. Status hast du. Alles in blendender Verfassung. Los, Pilot. Eskortierposition einnehmen. Hier ist die Dawn Chorus. 45. Wir haben da was auf den Scannern. Das sieht nicht gut aus. Okay, 45. Augen offen halten. Könnten Gesellschaft bekommen. Ach was. Wie wahrscheinlich ist denn das? Warlick, was ist das? Sind da Bomber dabei? Da ist auf jeden Fall mal ein Bomber dabei. Okay, ich gebe. Mehrfacher Torpedo-Abschuss. Haltet sie auf. Du und Ausschwärmen und Angreifen.
Okay. Vollgas. Torpedos im Anflug. Ey, wie ich wieder nicht weiß, welche Taste ich drücken muss, um die Torpedos anzuvisieren jetzt. Ach du Scheiße, da sind die Torpedos durch. Okay, den haben wir erwischt. Du bist mir hoffnungslos unterlegen. Okay, hey. Ich habe ein Torpedo-Problem. Okay, den haben wir auch erwischt, ohne Zielerfassung. Oh no. Der ist schon ganz schön weit weg. Ich kann den noch erwischen. Vollgas. Okay. Den hätten wir. Wo sind die Bomber? Wow. Gleich blickst du dem Tod ins Auge, Pilot. Gute Arbeit soweit, 45. Corus zeigt in neuer Giftszene. Rache ist sicher. Toller Schuss, wem darf ich die Blumen schicken, Kamerad? Meine Alten. Also. Mach dein Testament, du Allianz-Trottel. Dein Funkspruch war noch nicht mal fertig, da warst du schon tot. Ich Allianz-Trottel. Niedrig. Oh, geil. Wenn man gerade denkt, es läuft scheiße, dann läuft's richtig scheiße. Stirb! Okay, den hätten wir auch. Das große Schiff ballert auch übel. Boah. Nachbrennerstatus niedrig. Friss. Das waren's da mit Raketen, ne? Ja, das war's mit Raketen. Macht aber nichts, denn das war der letzte, oder? Tja, da muss ich erstmal jetzt hin, da. Aber die Musik sagt mir. Jawohl. Ha! Und Sprung. Ich habe ein Problem. Zum Teufel, Michael Schiff ist explodiert. Was war das? Viper? Was ist da gerade passiert? Viper 9, Reliant Control, wir brauchen ein Bergungsschiff. 45. Kommt rein, wir schicken Bergungsschiff 1 zum Rettungseinsatz. Oh mein Gott. Hier Bergungsschiff 1, wir machen uns auf den Weg. Wenn er lebt, finden wir ihn. Was ist da gerade passiert? 45. Landevorgang einleiten. Landeerlaubnis erbeten. Bringen Sie sie rein, Sie haben Landeerlaubnis. War das jetzt Zufall, dass der explodiert ist beim Sprung? Oh damn. Und ich habe halt echt keine Rakete mehr. Alles verballert. Naja. Hat der gereicht. Ob die jetzt auch jubeln, wenn sie da reinrennen? Nicht wirklich, oder? Oh, wie schlecht. Ach, wie schlecht. Naron Enriquez, was geht? Nach den Missionsberichten leisten sie
Gleitschutz für alle Frachtschiffe und haben sie ohne Schäden an Colonel McGann übergeben. Leider scheint Colonel McGann mitsamt den Frachtschiffen verschwunden zu sein. Was? Das Oberkommando der Allianz kann keine Verbindung zu den Cobras bzw. zum Konvoi herstellen. Offensichtlich ist die Ladung von dem Scharaf-Transport ebenfalls verschwunden. Die Lage sieht im Augenblick nicht gut aus. Möglicherweise ist McGann übergelaufen und hat den Konvoi entführt. What? Wir werden sicherlich noch mehr davon hören. Leider war dem Such- und Rettungstrupp bei der Suche nach Viper kein Glück beschieden. Oh nein. Er gilt als vermisst. Das war kein guter Tag für uns. Einer unserer Spitzenasse ist möglicherweise übergelaufen und wir haben den Verlust von Viper zu beklagen. Einem der besten Wingleader, mit dem ich jemals gearbeitet habe. Was immer auch passiert ist, sie haben ihr Einsatz korrekt ausgeführt und sich an die Befehle gehalten. Beim nächsten Mal haben wir hoffentlich mehr Glück, Commander Enriquez. Ihr Einsatz für die Navy und das Geschwader wurde beim Flottenoberkommando anerkannt. Es ist mir eine Freude, Ihnen die Beförderung zum Flight Lieutenant mit sofortiger Wirkung mitzuteilen. Wow, cool. Wie schaut's denn... Nee, hier will ich hin. Ich glaube, diesmal habe ich nicht so viel abgeknallt. Platz 11. Doch, aber ich bin ein bisschen hochgekommen. Und ist Viper hier irgendwo mit drin? Nö. Okay, egal. Vielleicht bin ich deshalb hier hochgekommen, weil er nicht mehr lebt. Puh, ja. Dann schauen wir uns noch die Nachrichten an. Vielleicht werden mehr erwähnt. Ich bin First Lieutenant. Haha. Hier spricht Heidi Moore für ACN am 15. August 2160. Immer noch finden Piratenangriffe auf das Gebiet der Allianz statt. Die Zwischenfälle nehmen zu, wobei vermutet wird, dass abtrünnige Einheiten der Allianz für einige dieser Angriffe verantwortlich sind. Nach unbestätigten Berichten ist eine interne Untersuchung im Gange. Sie betrifft Colonel John McGann, der mit mehreren Vorfällen zu tun haben soll. Außerdem wird berichtet, dass das Geschwader der ANS Mitchell, die Cougars, einen Kampf mit einer Carrier-Gruppe der Koalition ausgetragen hat. Die Cougars sollen zwei Eskorten der Carrier und zahlreiche Jäger abgeschossen haben. Der Rest der Carrier-Gruppe hat sich angeblich in Richtung Saturn zurückgezogen. Das war Heidi Moore für ACN. Bis zum nächsten Mal. Tja. Viper, Mann, Alter, ich vermisse dich jetzt schon. Okay. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen hier auf der Zocker Lounge mit Starlancer. Das war Mission 5. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wer es noch nicht getan hat, Abo dalassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.